Vor über 10 Jahren hatte jemand in der Werbeabteilung von McDonald's eine geniale Idee. Lasst uns Burger für 1 Euro verkaufen. Die große Preisfrage war, okay, wie werden wir dann die Gewinne machen? Ganz einfach war die Antwort, wenn wir es für 1 Euro verkaufen, kommen mehr Leute rein und die kaufen einfach mehr und wir machen mehr Umsatz. Yes, gesagt, getan. Noch etwa 1,5 Jahren die große Ernüchterung. Es wurde tatsächlich mehr Umsatz gemacht, aber der Gewinn ist gesunken. Und wie sich das auf Ihr Unternehmen auswirken kann, zeige ich Ihnen jetzt. Zuerst die Antwort, warum ist der Gewinn gesunken? Ganz einfach, Deckungsbeitrag. Wenn Sie einen Burger für 1 Euro verkaufen, sieht es in etwa so aus. Da ist der Euro, ja, Mehrwertsteuer, Herstellungskosten und Sie haben, schätze ich einmal, sagen wir 0,1 Euro, also 10 Cent Gewinn. Und hier, das sind die Herstellungskosten. Wenn Sie jetzt in der gleichen Zeit ein Menü verkaufen für, sagen wir, 4 Euro, Hausnummer, muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob es die Menüs für 4 Euro überhaupt gibt. Ich war schon sehr lange nicht mehr in McDonald's, aber ich weiß, dass es den 1-Euro-Burger gegeben hat zumindest. So, wenn Sie hier jetzt da für 4 Euro was haben, hier haben Sie ebenso die Mehrwertsteuer und selbst wenn die Herstellungskosten weit höher sind, was sie natürlich sind, ist der Deckungsbeitrag meistens auch, wird der Deckungsbeitrag auch höher sein. In dem Fall sagen wir über den Daumen 1 Euro. Das heißt, Sie müssen 10 1-Euro-Burger verkaufen, um den gleichen Gewinn zu machen wie mit einem Menü zum Beispiel. Ja. Aber das war nicht das Hauptproblem. Das war das eine Problem, dass eben der Deckungsbeitrag, der Gewinn bei einem verkauften Burger weit gering ist. Das Hauptproblem war was anderes. Sie haben mit diesem Angebot, mit dem 1-Euro-Angebot, die falschen Kunden angezogen. Sie haben Leute, McDonald's hat Leute angezogen, die 3, 4 1-Euro-Burger gegessen haben, ja, super satt sind und dann das Menü nicht genommen haben. Ja. Das heißt, wenn jemand 3 Burger für 1 Euro kauft und McDonald's 30 Cent verdient, ist das noch immer 3-mal so wenig, wie wenn er ein einziges Menü gekauft hätte. Und das hat McDonald's zu spät erkannt. Weil wenn man einmal mit dem Preis runtergeht, ist es extrem schwer, im Nachhinein wieder hochzugehen. Ja? Burger King hat nachgezogen mit dem 99 Cent Burger. Ja? Wie kreativ, wie genial. Ja? Nichtsdestotrotz, eine Niedrigpreisstrategie führt nicht zu mehr Gewinn. Langfristig nie. Ja? Es gibt kein Beispiel in der Geschichte der Wirtschaft, wo ein Niedrigpreis langfristig einen höheren oder einen Hochpreis getoppt hat. Warum? Ganz einfach, weil der Deckungsbeitrag bei einem teureren Produkt weit höher ist und Sie viel mehr Spielraum haben. Mehr Spielraum für Werbung, mehr Spielraum für Marketing, mehr Spielraum für bessere Qualität, besseres Kundenservice und. Ja. Das heißt, eine Hochpreisstrategie, das ist jetzt keine Hochpreisstrategie, das ist eine höherpreisige Strategie, zahlt sich in jedem Fall immer aus. Wenn Sie das Thema interessiert, ich habe einen Hochpreisreport vorbereitet, beziehungsweise ein ganzes Webinar zu dem Thema. Mehr Informationen finden Sie unter dem Video. Laden Sie sich einfach den Hochpreisreport herunter und Sie erhalten alle weiteren Informationen für die Online-Schulung. Bis bald und wenden Sie Hochpreisstrategien an. Ihr Markus Dahn.